Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen 76. Blogbeitrag mit dem Thema der Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Ja, auch ein ganz spannendes Thema, weil es geht natürlich im Tagesgeschäft immer darum, zu überlegen, wie kann ich die Umwandlungsquote erhöhen. Einmal im Einkaufsprozess für den Abschluss eines Maklerauftrags, zum anderen im Verkaufsprozess, um Kunden eben zu motivieren, eine Immobilie zu kaufen. Und natürlich sind da sehr viele Faktoren mit entscheidend, die Immobilie natürlich selbst beim Verkauf, die Form, wie ich mich präsentiere, wie ich meine Dienstleistung, meine Service dem Kunden gegenüber kommuniziere. Aber am Ende des Tages habe ich natürlich immer einen Typus Mensch vor mir. Und es gibt eben sehr viele Ansätze und Theorien, unter anderem auch der Persönlichkeitstypen, die dabei helfen können, unterstützen können, wenn man das ein bisschen greifen kann, mit wem man eigentlich zu tun hat, Entscheidungen anders abzurufen. Ja, und das wird das Thema jetzt für heute sein. Von daher steige ich ein, mal mit dem Thema der Persönlichkeitstypen. Und wenn man sich da mal ein bisschen umsieht, dann sieht man, es gibt eben nicht nur das eine Modell, sondern sehr, sehr viele. Zum Beispiel das Vier-Farben-Modell, der DISC-Typ, Science Sales Academy, die 16 Myers-Briggs-Typen-Indikatoren, Persönlichkeitstypen, die 7 Persönlichkeitstypen des Jung-Persönlichkeitsmodells, tierische Menschentypen und das Prozess-Communication-Modell Persönlichkeitsprofil. Und das ist mit Sicherheit noch nicht alles, aber es geht am Ende natürlich darum, jetzt hier kein Studium zu machen für die Persönlichkeitstypen, aber erstmal eine Grundeinschätzung dafür zu bekommen, was es eben so gibt. Und sehr gängig, was man sehr oft sieht, ist eben das Vier-Farben-Modell. Und das möchte ich heute mal in Kürze ein bisschen weiterreichen, um eben diese Gruppierung in 4 unterschiedlichen Farben, was eben dann dem Persönlichkeitstyp entspricht, mal weiterzureichen, aber ihnen dann auch etwas weiterzugeben, was heißt das denn letztendlich, um Entscheidungen abzurufen, dann speziell heute eben im Verkaufsprozess. Nehmen wir erstmal den roten Typ, die rote Farbe, fällt durch extrovertierte, elegante Kleidung oder Markenlogos auf. Er tut gerne seinen Willen kund und setzt diese durch. Seine Körpersprache ist ausladend und aktiv. Der rote Typ grundsätzlich kategorisiert man so ein bisschen mit dem Cheftyp, auch der Unternehmer, der gerne natürlich schnelle Entscheidungen trifft und dem man nicht warten sollte, bis man eben ihm Dinge weiterreicht. Das ist erstmal eine Grundorientierung. Es gibt den blauen Typ. Der ist korrekt oder zweckmäßig gekleidet, wirkt anfangs distanziert und hat meist weniger Ausdruck in der Körpersprache, Mimik und Stimme. Er interessiert sich sehr für Fakten und fragt gezielt nach. Das ist eher eben der Denker, mehr der Analytiker, der blaue Typ. Aber auch hier natürlich sind es erstmal Grundorientierungen. Sie werden dann natürlich keinen Typ finden, der nur rot ist oder nur blau oder nur grün oder nur gelb, sondern oft ist es natürlich eine Kombination, aber es gibt eben so eine Art dominierender Faktor, den man oft dann auch erkennen kann, aber jetzt erstmal so grundsätzlich eben diese Typen. Der Blaue ist oft eben auch der Mathematiker, der Techniker, der sehr analytisch eben an Dinge herangeht. Wir haben den grünen Typ, ist der sympathische und bequeme, eher unscheinbar gekleideter Typ. Er schätzt die Kommunikation mit anderen und ist stets hilfsbereit. Das sind eben die Menschen dann auch gerade bei der Immobilienbesichtigung, die gerne natürlich auch mit ihren engsten Vertrauten, mit Freunden nochmals eine Besichtigung machen, nochmals andere gerne ihre Meinung dazu hören möchten. Einfach sehr umgänglich und möchten nicht eben oft alleine Entscheidungen treffen. Und dann haben wir noch den gelben Typ, spricht gerne über sich selbst, trifft spontane Entscheidungen, signalisiert Begeisterung, obwohl kein Interesse besteht. Auch hier so ein bisschen der Blender-Typ, der letztendlich, wenn er auftritt, erstmal alles wunderbar ist und ganz toll. Und natürlich kaufe ich die Immobilie relativ spontan, weil das ist natürlich auch wichtig, fühlen möchte und auch so gesehen werden möchte, aber am Ende dann doch oft wieder zurücktritt von dem, was er eigentlich gesagt hat. Also das sind erstmal so 4 Kategorien und jetzt möchte ich das Ganze nochmal darstellen, wie man das auch oft eben sieht. Auf der einen Seite eher der introvertiertere Typ, der eben mehr zuhört und weniger eben den Dialog übernimmt und auch Forderungen weiterreicht, eher eben dezent, nachdenklich, zurückhaltend, beobachtend, eher der ruhige Typ. Auch der nichts sagt bei einer Besichtigung, eben diese Emotion herauslässt, ist eher der blaue Typ, der Introvertierte. Auf der anderen Seite haben wir eben den Extrovertierten. Da muss man nur ein Stichwort geben und schon fängt er an, in der Regel auch
zu reden und der Dialog ist da auch viel einfacher. Und da ist eben auch der rote Typ zu finden. Der Macher, der Entschlossene, der ist ungeduldig, es muss eben passieren, es muss ein schneller Termin stattfinden, man darf ihn nicht warten lassen. Wenn er sagt, schicken Sie mir nochmal zusätzliche Informationen, dann will er die aber auch ganz schnell eben dann bei sich im E-Mail-Eingang dann haben. Auf der anderen Seite haben wir eben den grünen und den gelben Typ, die eher mehr emotional eben auch Entscheidungen treffen. Gerade der Grüne als Teamplayer, er ist allgemein sorgfältig, harmonisches Miteinander. Der möchte auch wirklich ein sehr gutes Gefühl haben beim Makler. Der muss sympathisch sein, der muss angenehm sein, um eben das Wohlfühlpaket dann auch zu haben. Und der Gelbe ist sehr begeisterungsfähig, so wie ich es eben vorhin auch gesagt habe. So ein bisschen die Kategorie eben auch dann der Blender. Das ist einmal eben der Bereich, was diese Gruppierung angeht. Und jetzt möchte ich nochmal ein paar Dinge weiterreichen, eben wie man die greifen kann dann auch, diese Kunden, was eben den Verkaufsprozess angeht. Was hilft denn, wenn man eben diese Typen vor sich hat, wenn man die erkennt und sagt, okay, was kann ich da für Argumente bringen? Und der Macher, der Ungeduldige, der sagt, okay, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten ganz schnell an der Hand, da will ich nicht um den heißen Brei reden, sondern ich will schnell eben das wissen, was für mich wichtig ist und der auch natürlich diesen Aspekt hat von ich bin wichtig und das ist eben sein Motivator, unter anderem auch Entscheidungen zu treffen. Für den ist was Einzigartiges, das Exklusive, etwas Besonderes, der Status, es ist neu, das ist das beste Objekt hier, das schmeichelt ihn und es ist da, wo er sich eben gut fühlt, weil er natürlich eben ja, von seinem Naturell derjenige ist, der auch diese Akzeptanz braucht. Und wenn das eben ein wichtiger Titel ist auf der Visitenkarte, den man erkennt, dann hat er in seinem Unternehmen ja auch diesen Weg gegangen, um dorthin zu kommen. Und diese Menschen, ja, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie was erreicht haben. Und wenn sie jetzt Immobilien kaufen, ist das letztendlich auch wieder ein Statussymbol oder der Kauf eben für die Tochter oder für den Sohn. Der studiert, der bekommt keine Mietswohnung, sondern natürlich hat er dann eine eigene Wohnung, die er dann bekommt. Also das sind die Menschen eben, die in die Kategorie des roten Typs fallen. Der blaue Typ, das war, glaube ich, das war mein erster Käufer. Das war ein Reihenhaus, was ich damals verkauft habe als erste Immobilie. Das war mit WEG-Teilung und natürlich ist auch da hier natürlich die Zusammenhänge etwas anders als eben klassisch bei der Realteilung. Und das war ein Ingenieur. Und dann waren wirklich Excel-Listen von ihm vorbereitet. Zu der Zeit, wo er Immobilien gesucht hat, hat er alles feinst dokumentiert, die Wohnfläche, die Kaufpreise, die Vorteile, die Nachteile, die Nebenkosten. Also es war wirklich feinst vorbereitet und auch ich musste ihm dann Zahlen, Daten, Fakten eben immer wieder erklären und darstellen. Und wenn man das eben so einem Menschentyp nicht dann vorlegt und wenn man zum Beispiel auch bei der Finanzierung eben zu ungeduldig ist und sagt, okay, man muss natürlich hier schnelle Entscheidungen treffen, es warten ja noch vier andere, dann kann man das sagen. Aber der blaue Typ ist eben da, wo er sagt, es mag ja alles richtig sein, Herr Makler, aber bevor ich eben nicht alles gesehen habe und verifiziert habe und geprüft habe, werde ich keine Entscheidung treffen. Und wenn man die Einschätzung hat, beziehungsweise weiß, dass eben dieser Typus Mensch vor ihm ist, dann muss man halt hier schauen, dass man eben das dann auch bewerkstelligt. Detaillierte Objektinformationen sind ihm wichtig. Erstellt Tabellen, Gutachten ist wichtig. Am besten nochmal einen Sachverständigen, der natürlich dann auch da nochmal drauf schaut. Die Argumente eben auf Sachebene und weniger eben emotional, sondern da ist eben vielleicht, nicht vielleicht, sondern eben die Struktur und die Bauart, die Bauweise der Immobilie ganz elementar. Also das sind Fakten, die eben bei dem blauen Typ wichtig sind, wo man ihn greifen kann. Der grüne Typ, das hat man ja gesagt eben, ist unter anderem der Teamplayer, der gerne eben nochmals eine zweite Meinung hört oder eine dritte Meinung. Und auch da, wenn ich das erkenne, dass es eben der Typus ist, kann ich ja schon proaktiv dann auch dem Kunden anbieten. Also ich denke, es wäre vielleicht nochmal wichtig, dass man ein zweites oder ein drittes Mal hier hereingehen, dass sie auch nochmal vielleicht mit ihren Eltern oder dem besten Freund, den sie erwähnt hatten, der ja auch Handwerker ist, dass wir uns das gerne hier alles nochmal dann in Ruhe anschauen. In Ruhe heißt in der Welt als Makler in Ruhe morgen anschauen, in Ruhe übermorgen nochmal anschauen, also die Zeit natürlich nicht vergehen lassen, aber ihm trotzdem eben zu unterstützen in seiner Welt, in seinem Typus, wo er sagt, da fühle ich mich wohl und ich merke, der Makler versteht mich, was mir eben noch wichtig ist, bevor ich dann eine Entscheidung treffe. Braucht ein gutes Gefühl, ist wirklich ist wichtiger als eben der Preis, braucht keinen Status, Atmosphäre, Smalltalk, Getränke, also auch da fühlt er sich einfach wohl in diesem
Paket, um dann auch zu sagen, Entscheidungen zu treffen. Das wäre also der grüne Typ. Und abschließend noch der gelbe Typ, also hier nochmal so ein bisschen eben, um das einfacher sich merken zu können, so ein bisschen eben der Blender-Typ, der eben sehr viel redet, trifft auch Entscheidungen natürlich, aber ist im ersten Status immer sehr, sehr emotional dann auch dabei und alles ist toll und er erzählt möglicherweise, welche Immobilien er noch alle gekauft hat und erkennt sich ja aus, er ist wirklich hier der Kenner, aber dann oft manchmal eben heiße Luft dahinter, keine Entscheidung, will einfach nur vor Ort eben da mal auf etwas wichtiger machen. Aber auch da können natürlich dann Entscheidungen getroffen werden für den Kauf. Nur die Grundkategorisierung, wenn man die eben so ein bisschen auch vor sich hat und versucht mal eben die Kunden so ein bisschen zu scannen und eben dann in die Richtung auch seine Argumente zu finden, so wie ich es gerade eben gesagt habe, dann hilft es natürlich. Und auch im Einkaufsprozess natürlich, wo ich sage, Abschluss für das Mandat, da ist eben der Analytiker, der blaue Typ, der eben ist natürlich so eine Immobilienbewertung. Wenn ich sage, ich mache eine detaillierte Immobilienbewertung, ist es für den natürlich perfekt. Man sagt, hier ist wieder nochmal Zahlen, Daten, Fakten ganz klar dokumentiert. Dagegen ist eben der rote Typ, der sagt, okay, das ist wichtig, aber jetzt kommen Sie mal zur Sache, was kommt denn da unten raus ans Preis? Und das muss ich eben dann annehmen und sagen, wir machen das ganz schnell. Schnell ist ein sehr gutes Wort immer, ich komme gleich zum Punkt. Und wir brauchen nicht so lange, dann werde ich Ihnen das alles nochmal erklären, was eben für Sie wichtig ist. Dann greift er dieses Wort auf und fühlt sich schon mal wohl, weil Sie eben schnell gesagt haben. Und das sind die Dinge, wie man eben den Typus dann ein bisschen besser greifen kann. Ja, und das soll jetzt erstmal so ein bisschen der Einstieg sein, um Ihnen hier mal ein paar Informationen weiterzugeben und hier einfach nochmal ein paar andere Typen, wie man das auch nachlesen kann in der Literatur. Das wäre eben diese tierische Menschentypen, da gibt es die Eule, da gibt es den Hai. Das Prinzip bleibt das gleiche, wenn Sie schauen, anstatt des blauen Typs wird es hier eben mit der Eule betitelt. Hinterfragt, prüft, ist eben der Techniker. Der Hai, der laut Las Vegas, der Blender ist eben manchmal auch der rote Typ, aber eher mehr in der Kategorie des gelben Typs. Der Wal ist der Helfer, taktvoll, bescheiden, also der Teamplayer, und der Delfin extrovertiert, begeisterungsfähig, eben lebhaft. Da finden Sie eben diese Attribute für dieses Persönlichkeitstyp-Modell. Und das andere, was ich erwähnt hatte, ich habe einfach mal hier ein paar vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, man braucht da nicht verrückt spielen, welches Modell ist denn das Beste. Vom Grundsatz her kommt alles eigentlich auf das Gleiche heraus. Das ist das DIS-Typ, Science Sales Academy. Da gibt es den G-Typ, gewissenhaft, rational, analytisch, detailorientiert und sympathisch als Typus und dominant, wie gesagt, auch wieder der Geschäftsführer, der Selbstständige, der etwas bewegt, der nach vorne kommt, willensstark, bestimmt, ergebnisorientiert, direkt. Der will eben natürlich auch versuchen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und hier dann bei dem grünen Typ wird hier als stetig betitelt, sicherheitsorientiert, ausgeglichen, entgegenkommen, geduldig, auch hier wieder eben Teamplayer, fühlt sich wohl dann in der Gruppe und je mehr, umso besser. Und der gelbe Typ, Gesellschaftsmensch, extrovertiert, leicht zu begeistern, aber die Begeisterung, wie gesagt, fällt oft wieder dann in den Keller, weil aus der Begeisterung ist oft dann eben, kommt weniger dabei heraus. Aber wie gesagt, auch diese Typen Menschen machen natürlich dann Entscheidungen oder treffen Abschlüsse. Ja, und das war das, was ich Ihnen heute weiterreichen wollte, eben diese Persönlichkeitstypen. Ist wirklich ein spannendes Feld und ich kann mich noch gut erinnern, hatte ich mich auch mal ausgetauscht mit einer sehr, sehr erfahrenen Maklerin und dann frage ich natürlich auch immer, wo so der Erfolgsfaktor mit unter anderem liegt und sie hat mir damals gesagt, das Thema Persönlichkeitstypen ist eben hier ihre Stärke, wo sie sagt, sie kann die Menschen sehr gut greifen. Manche machen das aus dem Gefühl heraus, wo man sagt, okay, ich denke, ich habe einfach einen guten Zugang zu Menschen, das ist ein Automatismus. Auf der anderen Seite, wenn man hier natürlich das noch ein bisschen, fast wissenschaftlich nochmal so ein bisschen sich überlegt, zu kategorisieren, kann man vielleicht noch gezielter eben den Mensch vor sich dann greifen, den Kunden, um ihn dahin zu steuern, positiv natürlich, um Entscheidungen abzurufen. Ja. Also, ich hoffe, ich habe Sie damit vielleicht ein bisschen angeregt, auch hier sich damit nochmals zu beschäftigen und mindestens mal diese vier Typen eben von Rot, Blau, Gelb und Grün, weil das ein meistgängige Modell ist,
sich das nochmal ein bisschen zu verinnerlichen und vielleicht bei dem nächsten Termin auch da nochmal einen Scan zu machen, welchen Kunden Sie gerade vor sich haben und damit vielleicht noch erfolgreicher werden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag, viel Erfolg natürlich weiterhin und ich freue mich, Sie dann bald wieder zu sehen beim nächsten Blogbeitrag. Machen Sie es gut, Ihr Markus Langenbach.